Wir haben uns gegen den Ring of Kerry und für die weniger touristisch erschlossene Bira-Halbinsel entschieden. Die Halbinsel ist bergig mit nur wenigen Wäldern, etwa 50 Kilometer lang und am Anfang 15 Kilometer breit. Sie verjüngt sich keilförmig, an ihrem Ende liegt Dursey Island. Es gibt hier eine Unzahl an Steinkreisen, nur muss man sie finden. Es gibt hier idyllische Plätze, die zum Rasten einladen. Autofahren ist hier aber eine Herausforderung, vor allem wenn hier landwirtschaftliche Fahrzeuge vorausfahren oder entgegenkommen. Die engen und kurvigen Straßen auf der Halbinsel sind für Fahrzeuge über 2,8 Tonnen gesperrt und damit hat man auch keine Reisebusse zu fürchten. Vor Castletown Bierhelm, dem größten Ort der Halbinsel, liegt Beer Island. Durch die vorgelagerte Insel wird der Hafen der Stadt seeseitig geschützt. Castletown Bierhelm ist der zweitgrößte Naturhafen der Welt, nach Sydney in Australien. Über den Hilly Pass gelangt man wieder Richtung Kenmare auf der Nordseite der Halbinsel.